Hallo meine lieben Zuschauer, ja, es geht weiter mit Final Fantasy 1. Und ja, wir sind Level 84. Ich bin schon vorgegangen und hab schon, ja, seht den Ort, wir müssen da wieder rein. Das ist der Ort des Bösen. Aber erstmal die Monsterfibel. Wir haben die zu 83% voll. Aber erstmal die neuen Monster angucken. Okay, kommt hier mal. Ah, hier. Aquadon. Okay, Dunkelritter, Chimera, Wächter, Blaudrache, Gründrache, Steingolem, Luftelementar, Tatzelwurm, Todesritter, Erdmedusa, Söldner, Nosferatu, Dunkelkrieger, Tiamat, Cerberus, Todesdrache, Skarmelgione, okay, Kaknatsu, Barbarissia, Gigamesh, Omega, Gottesdrache, Atmos, Typhoon, Autros, Höllenzug, die BSAG, Thanatos, M-Gigas, Gelb-Oger, Fress-Oger, Gelb-Drache, Heilig-Drache, Killer-Hai, Todes-Orgo, Höllentiger, Schwarzauge, Greif, Schwarz-Goblin, Klopfer, Wüsten-Skorpion, Blutspinne, Vikalmar, Silberdrache, Dunkeldrache, Blauer Troll, Giftwurm, Dunkelelementar, Höllentölle, Katblebus, Höllenasse, Todeselementar, Hippocampus, Blindwolf, Zahigenkönigin, Sensemann, Phyton, Knochenritter, Blutpudding, Revenant und wir sind fertig. Okay, das waren mal eine Minute und noch etwas. Okay, dann haben wir Rüstung, habe ich alles nachgeguckt. Sind alles voll? Ja, alles ist voll. Das ist gut. Okay, nach diesem Projekt, ich habe dann alles gezeigt, was ich zeigen wollte, oder? Nach diesem Projekt werde ich doch sofort mit dem nächsten Projekt anfangen, mit Final Fantasy 2. Das durch die böse Kraft der vier Chaos eingedämmte Leuchten der Kristalle wurde von niemandem kanalisiert und über diesen dunklen Kristall in die Vergangenheit geschickt. Wir alle müssten zusehen, wie das gutmütige Leuchten in ein hässliches, boshaftes Licht verzerrt wurde, sobald es in die Nähe des dunklen Kristalls kam. Die Wurzel aller Bösen wird vermutlich hinter diesem Kristall zu finden sein. Es fasst den dunklen Entscheiden. Okay, irgendwie sagen die mal was. Warte, was haben die Chaos? Die Chaos haben uns in Fledermäuse verwandelt. Selbst die Sprache haben sie uns genommen. Doch nun, dank Segen eurer Kristalle, haben wir zumindest unsere Sprache wiedergefunden. Also, ihr könnt jetzt wieder mit den ganzen Fledermäusen reden, die einfach am Anfang Kihihihi gesagt haben. Yay, Kristalle! Feuer, Erde, Wasser, Wind und Dunkelheit. Alle existierenden Elemente sind wieder vereint. Der Strom der Zeit verzerrt sich. Die Schranken unzähliger Dimensionen verschwinden. Kommt nach vorn, edle Reisende, und tretet ein in die längst vergangene Zeit. Tretet ein in die Welt von vor 2000 Jahren. Yay! Ich habe mich ein bisschen informiert über über Final Fantasy 2. Das Spiel ist, da werde ich Probleme bekommen, weil man muss Waffen aufstufen, indem man kämpft. HP kann man aufstufen, wenn man irgendwie sehr wenig HP hat. Nach dem Kampf überlebt dann kriegt man HP dazu. Magie muss man benutzen. Vita zum Beispiel muss ich benutzen, um das aufzuleveln. Teleport muss ich benutzen, um das aufzuleveln. Alle Magie muss ich aufleveln. Alle Waffen muss ich aufleveln. Ey, das Spiel wird noch aus aufleveln bedeuten. Weiß da kennen wir noch nicht. Aus Ausleveln sein, deswegen sehe ich mal. Ist ja klar, Ultima Waffe. Naja, ich werde es jetzt durchraschen und alles nicht zeigen. Boah, meine Charaktere ficken die Gegner aber richtig. Ah, sehen wir mal, welche Level ich sein werde. Schon Level 45. Was soll ich da machen? Ach du Scheiße, alle Monster kennen wir schon. Die sterben alle mit Einschlag. Okay. Ich muss so viele Kämpfe schneiden. Ich glaube, ich muss nicht erst hierher. Haben wir auch wieder geschafft. Kann man nichts machen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. So, so. Haben wir dann auch geklärt. Und alle Level 85.
Den kennen wir noch nicht. Ist er jetzt tot? Ja, er ist tot. Wartet gleich mal. Wartet. Okay, es geht weiter. Und schnell hier durch und hier runter. Die kennt ihr auch noch nicht, die zeige ich einmal kurz. Also ich kenne die schon, aber ihr noch nicht, deswegen töte ich die jetzt einfach mal ganz schnell. Gekonnt. Ich weiß auch, was man hier findet. Ich verstehe dieses Spiel eigentlich nicht. Ganz ehrlich jetzt, weil die sagen, es gibt ein... Also die sagen, das gibt das... Okay, das kennt ihr noch nicht. Die sagen, es gibt noch ein stärkeres Schwert, das Masamune in diesem Spiel. Das kann jeder Charakter hier tragen. Das soll jetzt das ultimative Schwert sein. Warte mal. Excalibur sollte das ultimative Schwert sein. Nein, war es nicht. Dann war das Ultima-Schwert. Das ist auch nicht, obwohl der Name Ultima in seinem Namen trägt. Und jetzt soll es Masamune heißen, oder was? Todesauge kann nicht. Sieht einfach aus wie das andere Auge in der Eishöhle da. Elixier. Schwert. Spiele Laute. Wisst ihr noch die Laute, die wir am Anfang bekommen von Prinzessin Cornelia? Jetzt benutzen wir die mal endlich. In diesem Dungeon gibt's nichts mehr, alles keine Schätze, also vielleicht nur ein feiner Elixier und das Masamune. Das sind die einzigen. Yay. Jetzt hole ich mir die Truhen da. Elixier. Ein Tipp, töte die grünen Drachen sofort. Das sind solche Hurensöhne. Und ich bin Level 90, ich habe ein bisschen hier gelevelt. In der Zeit, wo ich momentan nicht aufnehmen konnte, weil ich Besuch hatte. Warum gucke ich eigentlich nach? Es gibt ja keine Schätze. Oh, Gorgimera. Okay, Gorgimera ist tot. Hast mir auch gedacht. Feuerbrunst. Ich will das auch in diesem Part bis zum Boss schaffen, dann mache ich im nächsten Part den Endboss und danach ist es fertig mit dem Let's Play. 22 Parts dann, so. Oh, leck mich. Ah, da. Also, es gibt keine Schätze mehr. Außer, was ich gesagt habe mit... Ich werde Level 99 sein, wenn ich beim Endboss bin. 99. Die Encounter-Rate regt mich voll auf. Ritaga, hier, lebe wieder. So. Okay. Da kann ich runter. Wieso gucke ich auch noch nach, Mann? Erdelementar kenne ich noch nicht. Oder haben... Warte, den kennen wir doch schon, oder? Erdelementar, Dunkelelementar, Feuerelementar. Die haben die schon alle jetzt kennengelernt, oder? Okay, hier nicht. Dann auch. 92, Leute. Einfach 92. Ich hätte gelevelt, wenn ich gewusst hätte, dass ich hier leveln kann. Och, Mann. Zu viele Zufallskämpfe. Okay, kriege ich jetzt das Ultimativ... Nein. Basilisk, okay. Warte, wo ist das verdammte Ultima-Schwert jetzt? Oh. So schnell tot. Dieses Spiel ergibt keinen Sinn. Wieso habe ich ein Ultima-Schwert, wenn das nicht mal das ultimative Schwert ist? Nicht. Ach, was willst du jetzt von der Ecke, Bastard? Jetzt einfach komm, stirb. Ach ja, jetzt kommt in jeder Ebene der Boss. Vergessen. Er konnte ja auch nichts, oder? Ich weiß nicht mehr. Guter Schanz aber. Flair. Ach, so schnell war er auch mal tot. Okay. Warte, in welcher Ebene war er denn, das Ultimativschwert? Ach, eine Ebene von Tiamat war er. Ach komm, jetzt müssen wir mal Heilge einsetzen. Heilt euch. Yay. Und Mike hat eine teuflische Zahl als Lebenspunktzahl.
Feuerechse. Haben wir die schon gesehen? Ich weiß es gar nicht. Okay, seine Feuerbrunst sieht anders aus. Feuerbrunst. Ach ja, in jeder Ebene sind verschiedene Monster. Also, kann ich von den Monster... Leute, ich weiß wirklich, welche Gegner hier auf mich warten. Kein Weg ist frei. Ich bin auch dämlich im Kopf. Hä? Ach so, das ist deutlicher. Oh. Und jetzt kommt Kali. Angriff, du machst mal kurz Heilger. Du machst mal... Ihre Schwäche muss Eis sein, also hier Eisgar. Yeah, jetzt auf einmal machst du Folger. Yay! Egal, ich mach Heilgar. Warte, gleich kommt Aquadon als Boss. Eisgar. Ach, dieser Part wird locker 23 Minuten, aber davon werdet ihr nur 13 Minuten sehen, weil das Meister von einfach Kampf war und die ist auch schon tot. Und Masamune soll auch stärker sein. Okay, glaube ich den mal. Warum ist das hier? Okay. Ich check dieses Spiel nicht. Da haben wir auch. Was steht hier? Was steht hier? Nichts. Ich hasse diese Monster hier. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich bin der dämlichste Junge, den ich... Oh. Wasserelementar, okay, habe ich noch nicht gesehen. Oh, ich bin der dämlichste aller Zeiten. Das Video ist schon jetzt, also... Der Kakatete war 6 Minuten. Der ist jetzt 14. Also genau jetzt 20 Minuten. Das wird jetzt länger gehen, weil ich weiß, das wird sowieso locker länger dauern. Ihr wollt mich doch alle natzen. 5 Level. Glotzauge. Glotzauge habe ich noch nicht gezeigt. Glotzauge ist schon tot. Weißhai auch. Aquadon. Heilra und du machst mal einfach Blitzke auf seine Fresse. Hässliches Viech. Oh, das war mal ein heftiger Schaden, Digga. Das sage ich, ein heftiger Schaden. Angriff. Och, du kannst Blitzrahmen, yay. Och. Das hat jetzt mir sehr weh getan. Aquadon ist weg. Pussys. Okay, irgendwo muss das Ultima-Schwert da sein. Okay. Luftelementar kenne ich noch nicht. Oh, verdammte Scheiße nochmal. Das wird so lange dauern. Das ist nicht gut. Ja, stirb bitte. Stirb. Danke. Okay. Masamune. Och, zum Glück habe ich das gefunden. Rüsten. Masamune. Das stärkste aller Schwerter. Ist klar, Digga.
Masamune. Das stärkste aller Schwerter schreiben. Ah. 97. Wie viel Geld habe ich? 999.999. Eigentlich macht es aber auch sehr viel Schaden. Haben wir dann auch. Endlich, Tiamat. Warte, du musst heilen. Heilga, du musst. Blitzka. Ach, gleich komm ich nach diesem Kampf, also nach dem Bossfight, also nach diesem Einzelkampf. Och. Och, du willst mich angreifen. Och. Ach, das Projekt ist sowieso jetzt bald vorbei. Okay, Angriff, 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 Angriff. Sehen wir mal. Sehen wir uns mal den Schaden von Saba an. Ach, geht doch jetzt. Ach, Luzi. Toxicum. Du Vollpfosten. Erzengel und Angriff. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Wieso sage ich das auch noch? Egal, eine Runde Pen schadet ja nie. 666 Erfahrungspunkte, ist klar. Wieso, Bär? Wieso? Okay, das speichern wir mal ab, damit wir nie wieder gegen ihn kämpfen müssen. Wo zum Geier soll ich hin? In dieser Ebene sollen es keine Zufallskämpfe geben. Okay, merke ich mir. Hä? Ah, da war es der Boss. Nein. Magie. Ligra. Okay, jetzt benutze ich die Items wie Äther. Ich weiß, Leute, das sieht sehr spannend aus. Aber ich will das in diesem Part alles fertig bekommen. Nicht 22 Parts. Ich will das einfach in diesem Part zu Ende bekommen. Und die Zufallskämpfe werde ich sowieso alle rausschneiden. Das war das meiste davon merkt ihr gar nicht. Okay, dann speichern wir mal ab. Wir sind gut vorbereitet. Und los geht's. Erinnert ihr euch an mich? An den größten Ritter aller Zeiten? Ich bin es, Garland. Garland, nein! Wer hätte es gedacht? In einer fernen Zukunft ist es euch gelungen, mich zu überrumpeln. Doch 2000 Jahre sollen noch ins Land ziehen, bis es soweit ist. Aha! Unser letzter Kampf ging zu euren Gunsten aus und ich sah mein Leben verwirkt. Doch vier mysteriöse Kräfte retteten mich und ich unternahm eine Zeitreise. What? Und als ich ankam an diesen Ort, den auch ihr betreten habt, schickte ich die vier Chaose in die Zukunft. Und ich bediente mich der vier mysteriösen Kräfte, die mir schon einmal halfen, und holte mein sterbendes Ich zurück in die Vergangenheit. Wieso, Garland? Wieso? Man weiß gar nicht, warum Garland böse wurde. Man fährt einfach nicht im Spiel davon, dass 2000 Jahre später werde ich alle meine Erinnerungen verloren haben. Das ist doch mein Epic-Monster. Doch der Strudel der Zeit, die nie endende Zeitspirale, wird es mir ermöglichen, mich in der Zukunft wieder vor dem Untergang zu bewahren. Ihr werdet in dieser Vergangenheit für immer sterben und ich für immer leben. In dem von mir geschaffene Zeitstrom der Unendlichkeit. Du Schwanzkopf! Die Musik ist doch immer geil. Mumm auf ihn. Oh, scheiße, Mann. Proterra. Wartet. Okay, kurz Unterbrechung gehabt. Mit dem... Achso, er. Angriff. Angriff, du machst... Vigra auf ihn und du machst... Mumm auf ihn. Alles klar. Okay, der Schaden ist nicht so
Der hat 30.000 LP. Nein, 20.000. 20.000 hat er. Der wird schnell sterben. Momentan hat er nichts Besonderes bei mir gemacht. Egal. Helga, du machst Mumm auf ihn. 6.000. Auf Bernd. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht. Okay, Mist. Gut, gut. Ich will diesen Kampf in diesem Part noch beenden, die Credits zeigen und alles. Hat er einen Vogel im Bauch? Aber er hat Gesichter als Knie, okay. Ist nicht mein Geschmack, aber wer es mag, soll es tragen. Hast auf ihn. Okay. Proterra. Feuerbrunst. Okay, seine sieht mal irgendwie ultimativ aus. Das ist doch mal Schaden, verdammt. Helga, du machst Mumm auf ihn. Also Bernd ist der, der meisten Schaden bei mir jetzt macht. Und der müsste auch gleich sterben. Nach paar Schlägen. Dann habe ich diesen Boss echt schnell besiegt. Und? Ah, scheiße, Mann. Yeah! Das war der Boss. Den habe ich in 3 Minuten besiegt. Habt ihr auch was anderes erwartet, nachdem ich Omega besiegt habe in 18 Minuten? Und Sabat den letzten Schlag gemacht. Das war doch mal klasse. Oh, Garland ist tot. Und so fort. Man weiß, man erfährt einfach nichts, ob die wieder in der Zukunft sind oder nicht. Man kommt jetzt, kommen einfach die Credits. Ohne gar nichts. Einfach die Credits. Die aus den Fugen geratene Zeit hat wieder in ihre Bahnen gefunden. Ja, in ihre Bahnen gefunden. Das Band, das Vergangenheit. Das Vergangenheit und Zukunft und mittelbar zusammenführte. Ah, ist nun endlich getrennt. Man weiß einfach nicht, warum Garland böse war. Der über 2000 Jahre andauernde Kampf zwischen Gut und Böse ist vorüber. Man weiß es einfach nicht. Das gleißende Schutzlicht der Kristalle hat sich einmal mehr über diese Welt gelegt und Wind, Wasser, Erde und Feuer wieder aufleben lassen. Oh. Ein belangloses Missverständnis schürte in Garlands Herzen einen über 2000 Jahre währenden Hass. Okay, was für ein Hass und auf was hat er einen Hass? Man erfährt einfach nichts im Spiel. All sein von Hass erfülltes Herz auf die natürliche Kraft der 4 Kristalle traf, nahm das Schicksal seinen Lauf. Wieso hat er Hass auf diese 4 Kristalle gehabt? Die Chaose waren geboren und Monster erwachten zum Leben. Okay. Doch auch diese finstere Zeit wird nun einer hellen Zukunft weichen. Oh. Das Gleichgewicht scheint wiederhergestellt. Und das war mein Let's Play zu Final Fantasy 1. Demnächst geht's mit 2 weiter. Die 4 Gewährten werden ein weiteres Mal durch die Zeit reisen. Doch dieses Mal werden sie in einer Welt ankommen, die sie gut kennen. Ihre Heimatwelt. Hä? Auch Prinzessin Cella und die Königin werden auf unsere 4 Gefährten warten. Und auch Garland. Verstehe ich jetzt nicht. Eine Zeit voller Unruhen, an deren Anfang sich nur noch die wenigsten erinnern werden. Naja, ich habe das Let's Play fertig. Das ist das Wichtigste. Die Zeit geriet aus den Fugen und verband Vergangenheit und Zukunft. Ja, das haben wir... Soll ich jetzt irgendwie einen Knopf drücken, damit es weitergeht? Oder warum kommt das jetzt nochmal? 4 Gefährten entschlossen und mutig befreiten diese Welt von ihrer Dunkelheit und brachten das Licht zurück, welches alles Leben mit Glück und Freude erfüllt.
Ja, danke für die Info. Beende jetzt endlich mal die Credits. Mit doch die Erinnerungen an diese vergangenen Geschehnisse scheinen bereits zu verblassen. Okay. Lass mich zu Ende kommen. Bitte. Nein. Denn nun gehörte Vergangenes tatsächlich der Vergangenheit an. Ach, wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Der Sturm der Zeit ist in seine Bahn gelenkt worden. Der Sturm der Zeit? In Vergessenheit geraten werden die vier Gefährten und ihre Heldentaten nie. Sie werden weiterleben. In Erzählungen und Märchen. In den Erzählungen von Gebrüdern Grimm. Dedendin. Zwerge, Elfen, ja sogar Drachen und Himmelsmenschen werden ihren Nachkommen von den wagemutigen Kämpfern des Lichtes erzählen. Wieso? Okay, Zwerge auch. Ja. Bitte, lass mich irgendwie zu Ende kommen. Ihre Ankunft aus der Vergangenheit steht kurz bevor. Die Erinnerungen an die unzähligen Gefahren und Abenteuer, die sie erlebten und gemeinsam bestritten, sind tief in ihren Herzen verborgen. Hätte ich gewusst, dass die Credits so lange gehen. Bitte, sei zu Ende. Von nun an werden sie ihre Wege gehen, doch sie werden wachsam sein. Fortsetzung folgt. Oder? Oder doch nicht? Es darf nicht vergessen werden, dass die Kräfte der Kristalle stets dem Guten dienen müssen. Bitte geh zu Ende, bitte geh zu Ende. Es sind schon 7 Minuten. Die Kraft des Lichtes darf nicht von der Dunkelheit überschattet werden. Bitte geh zu Ende. Warum lese ich das eigentlich vor? Vergessen werden darf auch nicht, dass der hellste Lichtstrahl aus deinem Herzen erstrahlt. Oh. Also, was soll ich durch den Let's Play eigentlich sagen? Ich fand das Spiel eigentlich geil, aber es gab zu viele Ultima-Schwerter. Wirklich, zu viele Ultima-Schwerter. Oh. Schließlich hast du den 2000 Jahre andauernden Kampf beendet. Endlich mal Bild. Oh, jetzt wird's weiß. Final Fantasy. Sag jetzt nicht, jetzt kommen die Credits. Du willst mich doch verarschen. Naja. Ich mach das jetzt mal. Final Fantasy Erstentwicklung. Programmierung. Nasia Gebelli. Also zu dem Projekt. Sehr gutes Projekt. Also sehr gutes Spiel. Kann ich auch jedem empfehlen, der gerne levelt und Spaß haben wird. Ich würde das wirklich jedem empfehlen. Das Spiel ist, das lohnt sich halt. Man soll es spielen. Und was soll ich noch dazu sagen? Square 8? Das A-Team? Dawn of Souls Entwicklung. Ja, okay. Ich habe jetzt noch 5 Minuten. Ich hoffe, die Credits gehen jetzt noch 5 Minuten. Sonst, ich muss schnell mich beeilen. Ja, was soll ich noch sagen? Zu den Spielen. Ich kann dazu einfach nichts sagen. Es war einfach ein tolles Spiel. Es gab zu viele Zufallskämpfe, aber naja, davon habt ihr sowieso das meiste nicht mitbekommen. Und dieser Part ist sowieso jetzt locker 32 Minuten lang, aber davon seht ihr so 20 Minuten, so maximal. Ja. Hatte niemals 20, das ist bestimmt weniger. Den Bosskampf habe ich. Nein. Der Part wird locker 20, weil die, am Anfang das da, was da war und alles. Naja, es geht mit Final Fantasy 2 weiter. Dieses Projekt wird mich wohl lange aufhalten müssen, also lange unterhalten müssen, weil man muss ja alles leveln. Teleport, HP, MP, man muss alles leveln. Es gibt kein Level-System da. Mann. Naja, sehen wir mal, wie das Projekt jetzt für mich wirken wird. Ich werde das mal kurz anspielen und sehen, wie das ist, oder ein Let's Play angucken davon, um das ganze Spielgeschehen zu verstehen. Danach mache ich mit 4 weiter, weil 3 habe ich auf Nintendo DS, wie ihr wisst. Dann mit 5 und dann mit 6 mit KFK. Die anderen Teile für 7, 8, 9, 10 kann ich nicht, weil ich nicht die nicht habe und kein Grabber habe und PSX. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt machen will. Da brauche ich auch ein... ich weiß nicht, ob ich das spielen will. Ach, keine Ahnung. Muss mal sehen, wie sich das ergibt. Bitte, Credits geht zu Ende. Deutsche Slim, Larissa Kockle, Conan Lasser, Eva Matzotski, Verena Grunewald.
Besondere Dankgebühr geht an Misai Murakami, Kushi Yamada, Makiko Togonaka. Bitte, bist du jetzt Ende? Ende, ja! Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt seht ihr noch alles zu Ende. Muss ich irgendwas drücken? Ja, ich musste was drücken. Speichern. Die Erträge in Monsterfibel bleiben beim Speichern erhalten. Danach kann ein neues Spiel begonnen werden. Ja, speichern. Komplettierte Spielstand. Hey! Monsterfibel? Sehen uns mal das an. Kurz nur, kurz. 88% habe ich. Mir fehlen 12%. Ah, der hat dir gefehlt. Okay. So. Du warst ein Witz von deinem Gegner, Digga. Ein Witz. Okay. Im nächsten Spiel wird dieses Spiel kommen. Final Fantasy 2. Ja, und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.